Willkommen zurück. Ich bin schon wieder in Bürokratenstimmung, merke ich gerade. Ein bisschen niedergeschlagen. Denn wir befinden uns bei Papers, Please. Nicht unbedingt das schönste Spiel der Welt, aber sicher eines der interessanteren. Another Bomber Slips Through. 860 Credits, 4 Familienmitglieder leben noch. Wir haben 3 kleine Belohnungen und wir sind im Apartment C7. Dann mal los. Wir haben einen neuen Direktor. Am 13. Tag. December the 5th. 1982. Die Schlange wird nicht kürzer. Die Schlange wird nicht kürzer. Die Arbeit wird nicht kleiner. Und es kommt mir so vor, als würde ich mich hier tatsächlich in den Mühlen der Bürokratie bewegen. Im Sinne von einem Hamsterrad. Es geht nicht vorwärts. Also der neue Direktor ist unzufrieden mit der Sicherheit oder ja, mit der Sicherheitsbestimmung über die Kontrolle der Ausländer. Deshalb brauchen sie ab sofort diese Gewichtskarte und so weiter. Ich glaube, das hatten wir schon. Ich bin jetzt allerdings ein bisschen erstaunt, ob es das nicht gespeichert hat oder ob ich da tatsächlich nochmal den gleichen Tag mache. Wir haben nochmal den Stephanie und was war das andere? Den Mikael Saratov. Stephanie, das kann ich mir eh nicht merken, aber ich probiere es trotzdem mal. Ich glaube, den hatten wir schon. So. Hier müssen wir immer noch den Ingenieur. Ein Ingenieur hat Schwör. Die müssten wir noch weitergeben. Und starten wir diesen motivierenden Tag mit dem. Bitte eine Frau, wenigstens ein Lächeln. Oh, ein Lächeln ist da. Sehr schön. Transit to elsewhere. Das ist immer schön. Nimm mich doch bitte mit. Long hair. 163 cm, das stimmt auch. 49 Kilo, das stimmt auch. Das stimmt auch. Das sieht alles doch gut aus. Okay. Ich glaube zumindest, sah alles gut aus. Ja, sah alles gut aus. Ach je, dich kenne ich doch. Immigration. Das heißt Good Vision. Was auch immer Good Vision bei ihm heißt. 172 cm, 99 Kilo, Thomas. Heikia. Doch, sieht gut aus. Ich glaube an ihn. Es geht jetzt enorm lange. Ihr seht, ich bin völlig überfordert. Es geht viel zu lange. So, jetzt kommt der Grenzbeamte. Der kostet mir auch meine Zeit. Kann man das nicht abkürzen? Nein. Schön, danke. Vielen Dank. Geld kann man immer brauchen. Ach, der kann mir immer noch nicht den ganzen Betrag geben. Ich habe das Gefühl, der betrügt mich ein bisschen, der Schweinehund. Aber was soll ich machen? Papers, please. Einmal mehr. Couple of days. Was hat das gesagt? Transit? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist das dieselbe? Also ist dasselbe. Das sieht alles gut aus. Das sieht gut aus. Ach du Kacke! Kann ich jetzt ihn noch eine ablehnen? Nein, kann ich nicht. Ach du! Danke. Danke, 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 danke. Transit duration of stay. 2 days.
Es ist irgendwie so enttäuschend, wenn man sieht, dass man es eigentlich richtig gesehen hat, dann aber nichts mehr dagegen unternehmen kann. Und es dann eigentlich eben schon vorbei ist. Oh, Moment. Dieses Mal aber richtig noch gesehen. Mal sehen, was sich da unter der Hose verbirgt. Ich will es zwar nicht wissen, aber oh, ich muss leider, dann bitte, Milena. Okay. Ist das jetzt ein Mann oder ist das eine Frau? Fragen über Fragen. Fragen, die man gar nicht beantworten haben möchte. Sah jedenfalls nicht wie eine Frauenbrust aus. Papers, please. Heute nicht. Heute nicht, heute nicht. Man kann nicht alles haben. Engineering wieder mal schöner. Dann kann ich wieder was loswerden. A few weeks. So. 185 cm, 84 Kilo, das stimmt. Das stimmt auch. Abgelaufen ist auch nichts. 1 week. Das sieht alles gut aus. Der Tag vergeht hier wie im Fluge, auch wenn man eigentlich gar nicht viel macht. Denn das ist unglaublich. Alexei? Nein. Transit remain today. Alexei Judorski. Das ist dasselbe. Das ist dasselbe. Das ist auch okay. Das ist auch okay. 70 Kilo, 182. Was immer Perfect Vision. Das sind Beschreibungen, das ist unglaublich. Das ist doch keine Bürokratie. Was war's? Was? Hate Invalid Trump? Na, danke schön. Das war das nicht das richtige Gewicht. Couple of months. Okay. Da fragte ich, warum wir überhaupt einen Zoll haben, frage ich auch mich gerade. 178, 87 Kilo. Visiting denied. Wer keinen Pass hat, kommt hier auch nicht rein. Tut mir leid. Ja, wie gesagt, Bestechungsgelder werden eigentlich sinnvoll eingesetzt. Als das, was du jetzt gerade gemacht hast. Visiting relatives. Couple weeks. Dark Hair, ist das Dark Hair? Das sieht man ja gar nicht. 179, 66 Kilo. F-Skull, das ist ein kleines Problem. Denn die stimmt die Nummern. Bitte, liebe Steuerung. Der Tag rennt. Ich habe nur 10 Stück. Wirklich, wirklich viel geleistet habe ich gar nicht, leider. Eigentlich so gut wie gar nichts. Seminar say only visiting. Und hier haben wir schon das erste Problem. 12 weeks. 12 weeks. Sonst stimmt hier alles. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Komm. Da zählt noch. Jawohl, da zählt noch.
erzählt noch. Schön. Den Tag hatten wir tatsächlich schon. Die Nachbarn verraten uns schon wieder. Uns wieder das Geld wieder weggenommen. Oder wir... Also wir könnten jetzt bleiben und die Miete bleibt zwar teuer. Oder wir könnten wieder eins runter. Die Frage ist jetzt... Bleiben oder nicht bleiben? Die Frage ist jetzt, die 5 Dollar mehr, ob die sich auf die Gesundheit auswirken. Ob ich die nächste Runde... Entschuldigung, ich brauche einen Schluck zu trinken. Ob ich die nächste Runde überstehe? Ach, wir probieren es. Wir probieren es. Komm. Wir probieren es. Das muss klappen. Der St. Nikolaus-Tag. Ich glaube nicht, dass hier der Nikolaus am Zoll kommt, aber wir schauen es mal an. Daily Bulletins, we now content the listing of the top 3 most wanted international criminals. Och, 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 okay. Schön. Jetzt muss ich noch die 3 Top-Gesuchten mir auch noch merken. Als wäre es nicht schon schlimm genug. Ich weiß, hier geht es mit Stefanie. Oder Michael. Stefanie, Michael. Krass, wie sich hier langsam der Hintergrund füllt. Was ich praktisch jeden Tag hier als Vorbereitung leisten muss. Damit ich überhaupt arbeiten kann. Immerhin, die sind wir schon bald los. Hier habe ich gut gearbeitet. Und dann mal los. Probieren wir es. Mal sehen, ob ich es schaffe, die zufälligerweise zu sehen. Da ist schon die erste. 3 months. You have an interesting friend. I do not like your tone. Wenn du nicht flirten willst. Ich bin nicht sicher, ob sie wirklich kriminell war. Ich glaube mal, es ist eher eine andere Geschichte, aber es ist ja nicht an mir, das festzulegen. 2 weeks. In diesem Sinne, tut mir leid, du nicht. 2 Stück, kommt schneller. Ach nein, bitte nicht. Large gift was a mistake. Ministry of the now investigate the connection to ASIC. Next agent come today will solve problem. Deny at own risk. Okay, alles klar. Das liebe Geld kam von denen, das mir jetzt schon wieder genommen wurde. Und heute kommt schon der nächste Agent. I have a job. Duration of stay. Rent 1 year. 171, 68 Kilo overweight, okay. Natasja Stodowski, jawohl, jawohl, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, das sieht gut aus, das ist auch in Ordnung. Ich würde sagen, du darfst rein. Voilà. So. 4 Stück, es geht vorwärts. Ich hoffe, es klappt. Es wird schwieriger und schwieriger. Even passing through very, very short hair. 45 Kilo. 2 weeks. Das sieht doch alles gut aus. So langsam brauche ich einen größeren Tisch. So langsam brauche ich einen größeren Tisch. Das reicht nicht mehr, was ich hier schon alles entgegennehmen muss. To 12 weeks.
Long Hair 158, Anja, Sodok, das sieht alles gut aus. Komm, weg mit dir. Ich will dich nicht mehr sehen. Ich erwarte hier eigentlich einen Weihnachtsmann. Nein, 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 nein. Doch, Wanted Criminal Admitted? Die sah doch gar. Ach, ich Idiot. Doch, die sah genauso aus. Jetzt habe ich dem nicht zugehört. Was war die Mitteilung? Shit, I make small mistake. Please give documents back. Kann ich denn jetzt gar. Ach, je. Der hat mir einen doppelten Pass gegeben. Da wollte mich tatsächlich betrügen. Das gibt's ja nicht. Visiting 30 Days, jawohl. Das Datum ist leider ein Problem. In diesem Sinne. Vermutlich wird der Dritte der Spion sein und gleichzeitig der Verbrecher. Move here. Immigrate, okay. Stephanie. Es war doch. Michael, Stephanie. Komm. Okay. Ich würde sagen. Muss ich jetzt die verbinden eigentlich? Komm. For Astrozka and the Order. So, kannst du nämlich auch verschwinden. Es kommt vermutlich gleich eine Warnung. Es war ja logisch. Non-matching photo. Last warning, no penalty. Es war zu erwarten. Transiting to elsewhere, duration of stay a couple of weeks. Ich kann gar nicht mehr kommentieren. Ich bin so konzentriert darauf, was die hier alles erzählen. Transit. Was war nochmal? Couple days. Okay. Ich glaube, dem sein Herkunftsland stimmt nicht. Aber. Nein! Das war der Verbrecher! Das war der Verbrecher! Nein! Ich Idiot! Ich hab's noch gespürt! Hier stimmt doch was nicht! Ein ID-Card, Citizen Diplomat, no weapons, 181 Kilo, 172 Zentimeter. Moment mal! Da kann was nicht stimmen! Idiot. Also gut, du kannst verschwinden. Ich brauche ihn jetzt auch nicht mehr. Schlecht gemacht. Schlecht gemacht. Aber wir konnten den Agenten durchbringen. Immerhin den Teil. Wenigstens. Visiting Relatives. Tut mir leid, in diesem Sinne. Es ist benötigt, jawohl. Sonst würde ich hier nicht einfach so in meinem Kabäuschen sitzen und hier unglaublich viele Papiere gleichzeitig versuchen anzusehen und noch dabei versuchen, mir alles im Hinterkopf zu behalten, was die mir erzählen und was sonst irgendwie los ist. Transit, ja, habe ich gehört, das habe ich gesehen. Das ist okay, das ist auch okay. Longhair, 58 Kilo. Ja, Anna Galewska. Nein, komm, geh weg. Nein, nein. Nein, warum denn?
Transit through the country. Hat wieder nicht geklappt. Zweimal schlecht reagiert. Und schon ist es geschehen mit dem lieben Geld. Ach, es war schlecht. Es war nicht der perfekte Tag. Im Gegenteil, weit, weit, weit davon entfernt vom perfekten Tag. Ich weiß jetzt auch nicht gar nicht. Ich habe das Gefühl, mit dem stimmt das nicht. Aber ich sehe es jetzt gerade nicht. Doch, ich sehe es. Meine Spürnase hat mich mal wieder nicht getäuscht. Meine Spürnase hat mich mal wieder nicht getäuscht. Okay, 14 Stück waren es heute. Nicht so gut, denn von diesen 14 waren 3 gar nicht berechtigt. Tut das gut. Penalties 2 Stück, die Rente 30. Für das Essen leicht leider nicht. Das heißt, die müssen alle hungrig ins Bett. Aber ich könnte ein Upgrade Booth wieder machen. Das mache ich jetzt auch. Dann kann ich noch schneller arbeiten. Dann sieht es so aus, als würden wir diesen Tag so überstanden haben. Leider ohne Essen. Liebe Kinder, zum Glück habe ich nur einen Sohn. Liebe Frau, liebe Schwiegermutter, lieber Onkel, es gibt heute nichts. Dafür wohnen wir besser. Also, man muss sich halt immer entscheiden im Leben. Es gibt nur das eine oder das andere. Was wir für Entscheidungen in der nächsten Episode treffen, ob es die richtigen sind, ich werde es euch zeigen. Ich habe das Gefühl, es wird nicht einfach. Es wird nicht einfach, es wird immer schwieriger. Aber wir sind beim Tag 14. Das muss man auch zuerst mal schaffen. Und alle leben noch. In diesem Sinne, auf bald wieder!